Das ist Dieter. Dieter würde sich gerne ein paar Äpfel kaufen. Und das ist Lara. Auch sie hätte gerne ein paar Äpfel. Das ist Karl. Karl arbeitet bei der Apple Store GmbH. Die Apple Store GmbH verkauft momentan 8 Äpfel. Dieter würde sich von seinem Geld gerne 4 Äpfel kaufen. Lara hätte von ihrem Geld gerne 6 Äpfel. Karl bietet die Äpfel in seinem Apple Store momentan für 30 Cent an. Als Dieter und Lara sich auf den Weg machen, um Äpfel zu kaufen und sich im Apple Store umsehen, bemerkt Karl, dass er gar nicht genug Äpfel für beide hat. Um seinen Gewinn zu steigern, erhöht er den Preis der Äpfel auf 80 Cent. Dieter und Lara können sich zu diesem Preis leider keine Äpfel mehr kaufen. Und auch Karl kann zu diesem Preis leider keine Äpfel mehr an irgendjemanden verkaufen. Deshalb ändert er den Preis von seinen ursprünglichen 80 Cent runter auf nun 50 Cent. Dieter und Lara sind nun wieder glücklich, da sie sich die Äpfel wieder kaufen können. Karl ist glücklich, da er seine Äpfel zu einem höheren Preis verkauft als vorher. Dieter und Lara bekommen nun ihre Äpfel und Karl bekommt mehr Geld als vorher. Alle sind zufrieden. Das, was wir gerade gesehen haben, war ein klassisches Beispiel des Marktwesens. Durch den Bedarf von Dieter und Lara ist die Nachfrage bei Karl gestiegen. Dadurch hat er seine Preise von den ursprünglichen 30 Cent auf nun 80 Cent erhöht. Dieter und Lara konnten sich nun keine Äpfel mehr leisten, da sie viel zu teuer waren. Und auch Karl konnte zu diesem Preis keine Äpfel mehr verkaufen. Als Karl realisierte, dass er seine Äpfel zu diesem Preis nicht verkaufen konnte, hat er den Preis wieder auf ein normales Niveau angepasst. Dies hat alle zufriedengestellt, da Karl nun mehr Geld verdient hat als vorher und Dieter und Lara sich immer noch einige Äpfel leisten konnten.